Moin, meine Lieben. Hey, herzlich willkommen. Lange ist es her, lange gab es nichts mehr von meiner Seite. Heute Abend ein Livestream hier von der Hot Online Farm mit einem neuen Multiplayer-Projekt. Und ja, gleichzeitig begrüße ich meine ganzen lieben YouTube-Zuschauer, wo die Abonnentenzahlen, wenn auch nur sehr wenig, aber immer noch gestiegen sind, obwohl kein Content von mir kam. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, wer sind wir hier? Also ihr seht hier vorne schon mal den Markus, den Dieter Fassbinder, den Mike, den Buber und rechts neben mir steht der Toba. Der Toba wird auch streamen. Und ja, ich überlasse jetzt erstmal dem Toba mal das Wort, dass er seine Zuschauer auch mal begrüßen darf. Ja, lange gab es auch nichts von mir. Ich fange jetzt neu wieder an. Ja, ich wünsche euch auch alle herzlich willkommen. Begrüßung habt ihr gerade schon mitbekommen. Genau. Bisschen was zum Spiel, wie wir vorhaben zu spielen. Wir sind hier auf Hot Online Farm. Wir haben zwei Höfe erstellt. Einmal im Norden, sag ich mal, wobei der eher in der Mitte der Karte ist. Und einen Hof ganz weit im Süden. Und die Höfe spielen nicht gegeneinander, aber auch nicht direkt miteinander. Es sind einfach zwei Höfe, die existieren und die helfen sich natürlich, verkaufen sich gegenseitig Sachen und so weiter und so fort. Das haben wir uns so mal überlegt als kleines Konzept. Die Höfe sind hier gebaut worden. Einmal hier oben der Hof Nord, auf dem wir uns jetzt gerade befinden. Den gucken wir uns jetzt gleich an. Und danach gucken wir uns dann mal den Hof im Süden an. Ja. Also der Dieter Fassbinder, den kennt ihr, glaube ich, aus anderen Rollenspielprojekten. Oh, das wollte ich gar nicht. Und ja, ich würde mal sagen, ich lasse mir oder wir lassen uns hier mal den Hof erklären. Also, bitte. Ja, Markus hat auch geholfen. An der Stelle nochmal danke, Markus. Bitteschön. Aber ich würde jetzt wirklich mal das Wort an Markus übergeben. Und Markus kann mal was erklären. Ich und erklären von dem Hof, den ich nicht richtig Markus gebaut habe. Ja, ja, würde ich schon sagen. Ja, ist egal, du hast ja mitgeholfen. Ja gut, dann fangen wir erstmal natürlich mit unserem schönen Bauernhaus an, ne? Was wir an die Hofeinfahrt gebaut haben. Damit man halt auch den Hof ein bisschen im Überblick hat. Weil der ja nicht gerade klein ist. Mit unserem kleinen Bello da dran. Der gerne durch die Hütte läuft, wie man sieht. Giants Problem. Da muss keiner wissen. Er läuft ja gerne durch. Wir haben ein paar kleine Unterstände direkt daneben. Das müsste unser Getreide-Silo sein, so viel wie ja, ich das weiß. Das Dynamische. Und müsste das daneben sein? Ich weiß es nicht. Ach, das Lager für Dünger und so weiter. Wo ist jetzt Micha? Der kann weitermachen. Ja gut, dann übernehme ich jetzt mal die Part hier. Also das ist jetzt jedenfalls das Dynamische. Nachdem ich mit Markus lange diskutiert habe und wieder anstrengende Diskussionen hatte, was wir denn für ein Getreidelager nehmen, habe ich mich dann entschlossen, dass wir das dynamische Getreidelager hier drüben nehmen. Weil ich das einfach besser fand, dass man sich das aufteilen kann in die verschiedenen Kammern. Weil das andere war eigentlich schon vorgefertigt, da wurde dann halt vorgegeben, welche Kammer wo was drin ist. In dem Sinne. Genau, so hier drüben haben wir dann, genau gegenüber vom dynamischen Lager, haben wir dann das Stroh- und Heulager. Das ist hier mit Hebeltechnik. Das ist auch nicht schlecht. Hebel ziehen, Luke geht auf. Hebel ziehen, du gehst so. Sehr nett, ja. So, dann geht's weiter. Dann haben wir natürlich dies vom Strohbergungs-Addon haben wir natürlich die Halle hergesetzt. Für Strohpellets, Heupellets, das übliche halt. Dass wir das halt auch mit in Angriff nehmen. Da können wir ja gleich dann eventuell mal, oder nicht gleich, beziehungsweise können wir ja mal das Friesenpack ausprobieren mit die Ball. Genau.
Genau, so, dann haben wir hier drüben haben wir noch ein Heupellet, also hier haben wir noch Wasserstellen, da vorne war auch am Haus noch eine Wasserstelle. Dann haben wir einmal ein Heu- und ein Strohpelletlager, dass wir die Paletten hier reinmachen können. Genau, hier sehe ich aber gerade, muss ich dann nochmal beheben, weil das passt nicht so. Genau, dann haben wir hier noch eine Mistplatte gesetzt und dann haben wir hier einen ganz großen Schweinestall. Oh. Der ist extrem groß. Schnitzel. Na, ich glaube, dafür sorgt Markus, dass sie dann alle weg sind. Und noch für die Kühe. Die sind Dann haben alles wir hier drauf. noch, dann haben wir halt hier noch dieses Füllpack von der Hot Online, habe ich jetzt noch mit reingebaut gleich. Für den Wasserfüllstand. Okay. Dann haben wir hier drüben ein Kartoffel- und Rübenlager. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen für Stroh, Silage, Heu, Gras, Ballen, Quaderballen und Rundballen können wir einlagern, je nachdem, wer wie Lust auf was hat. Dann habe ich noch einen Unterstand hergebaut, dass wir eventuell da noch ein bisschen Maschinen reinstellen können, Radlader oder sonst irgendwas. Genau. Wie man dann sieht, auf der anderen Seite habe ich zwei Leimbinderhallen hingesetzt. Ja, warte doch mal, bis wir bei dir sind. Ja, nee, ich bin ja noch hier, ich bin ja noch Ach bei so. euch. Ich habe jetzt gerade Okay, ich alles. hätte dich gar nicht gesehen. Genau. Wir haben das dann ein bisschen, das Angleichen war halt extrem eine Herausforderung mit das Ja. Terraforming. Aber ich finde das gut, dass das hier so runtergeht. Ja, das wollte Markus so. Markus hatte eine Idee gehabt, Markus hat das dann umgesetzt. Habe aber gesehen, auf Genau. Hof-Süd ist es auch teilweise so. Nicht gut. Genau, und genau, das ist halt, das sind die Durchfahrtshallen. Ist jetzt halt nicht so spektakulär, ist Naja. halt. Da drüben habe ich noch eine große, da drüben ist noch eine ganz große Halle. Kann man auch noch was reinstellen. Aber wir gehen lieber mal hier oben weiter, weil hier oben kommt dann noch ein bisschen was. Ich denke mal, Hallen sind jetzt nicht so. Nee, das sind ja auch, sag ich mal, Hallen, die Ja. man schon, ohne es negativ zu meinen, schon tausendmal gesehen hat. Denke ich, die Lämpenbinderhallen sind eigentlich, ich glaube, seitdem der LS19 draußen sind, die eigentlich auch immer überall verbaut gewesen. Ja, und auch die Durchfahrthalle, also die hatte ich zum Beispiel auch bei mir auf im Rollenspielprojekt bei Plötzlich Pharma hatte ich die ja auch. Ja, das ist so. Hier ist eine Mini-BGA. Wir haben uns aber nicht für die richtige BGA, also das war die Silage, beziehungsweise dass sie halt Geld produziert. Wir haben hier eine genommen mit Methanol. Okay, ja. Ist halt was anderes als diese. Ich haue jetzt Silage rein und dann kriege ich mehr Geld. Hier wird es halt gespeichert und wir müssen es halt dann noch separat verkaufen. So, zu eurer Rechten habe ich dann noch in dem Sinne Schweinefutter und Kuhfutterlager hingebaut. Den Platz, dass wir den Platz hier ein bisschen ausnutzen in dem Sinne. Ja, sehr schön. Dann habe ich hier hinten haben wir das Heizkraftwerk versteckt. Okay, ja. Für die Heu- und Strohpellets. Dann haben wir hier unten eine Werkstatt. Ja, nice. Genau, hier unten haben wir dann noch. Hier unten haben wir das Kuhfutter, den Kuhfuttermischer und sowie den Schweinemischer. Dann haben wir einen Schafstall, haben wir uns noch hat man noch gesetzt und halt den großen Kuhstall und ein großes Güllelager sowie einen Hühnerstall haben wir. Und ein Ja, das wissen wir, aber wir haben das auch nicht mehr. Ja, wir hatten hier einen Baum gehabt. Den Baum haben wir weggemacht mit Markus, bloß das Problem war irgendwie buggy und wir hatten eigentlich gedacht, dass es mit dem Server Neustart nochmal weggeht. Jetzt ist das halt da so geblieben und
Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das irgendwie nochmal weg. sollte uns jetzt aber nicht erstmal großes Kind stören, sage ich jetzt mal. Ja. So, es ist jetzt bald passiert. Ja, genau. Einen Hühnerstall haben wir da noch hingesetzt und dann haben wir nochmal einen riesengroßen, ja, wie so einen Kuhstall haben wir jetzt noch gebaut. Und dann waren wir eigentlich. Sind wir eigentlich mit unserem Hof? Ja, ist auch alles, was geht, würde ich sagen. Ja. Ja. Also, die Schafe, ja, die haben wir jetzt halt für Wolle oder so. Schafe machen halt nicht allzu viel Arbeit wie die Kühe und wie die Schweine. Mhm. Ja. Stell du dich da mal hin und scher jedes Mal das Schaf, weißt du? Da werde ich Hof Nord anrufen und Hof Nord kann dann kommen und scheren. Nee, danke. Süd meinst du, musst du anrufen. Achso. Weil wenn du Nord anrufst, dann rufst du. Achso, ja, Süd, ja. Jetzt, ja. Genau. Ja, das war so unseres. Ja, nett. Nett. Ich würde sagen, mit der Vorstellung vom Hof Süd warten wir bis zur nächsten Folge. Also ich bräuchte da noch so 5 Minuten. Dann springen wir alle mal zum Hof Süd und machen da dann weiter. Behaupten. Also wäre so mein Vorschlag. Für die Leute zum Spielablauf. Wir haben also erstmal uns unendlich Geld gecheatet. In beiden Höfen. Haben dann Land für die Höfe gekauft. Dann wurde hier mit Terraforming und mit Texturierung wurden dann praktisch die Flächen geschaffen. Dann wurden die Häuser, die ganzen Geräte, also die ganzen, ja, alles platziert, die Häuser, die Hallen, hier die Mauer, die Tore und so weiter und so fort. Das wurde alles platziert. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder Hof 2,5 Millionen Euro Startkapital hat, auch um Felder zu kaufen. Der Hof Nord hat schon 3 Felder gekauft, ungefähr im Wert von 1 Million, deshalb hat er nur noch 1,5 Millionen in etwa. Und Hof Süd hat noch 2,5 Millionen. Und ich bin also in keinem Hof im Moment, sag ich mal, also ich würde mich jetzt nicht festnageln lassen, dass ich jetzt zu Hof Nord oder Hof Süd gehöre. Heute werde ich bei Hof Süd mitspielen, weil dann sind wir 3 Leute im Norden, 3 Leute im Süden und ich gucke dann immer, wo Bedarf ist und da spiele ich dann mit. Ja. Und eins muss ich noch anmerken an der Stelle, es war nicht leicht mit Terraforming. Ja, das glaube ich. Also das ist hier recht uneben. Also wir haben wirklich mit Markus auch eine Stunde oder so haben wir schon mal gesessen, ne? Mhm. Und Markus hat dann hier hinten, muss ich noch an der Stelle sagen, Markus hat den Kuhhof hier hinten das alles gemacht, die Texturierung. Ich habe dann halt bloß noch ausgeglichen. Ja, und das ist halt entstanden. Ihr habt ja sogar eine Waschmaschine. Wir haben eine Waschmaschine. Ja, ihr habt eine Waschmaschine im Badezimmer stehen in eurem Farmhaus. Ach so, ja, stimmt. Ja, wir haben, ja, da funktioniert doch alles. Hallo? Ja, netter Hof. Yeah. Also wie gesagt, Geräte haben wir noch nicht. Also keiner der Höfe hat bisher irgendwelche Geräte. Nur in Anführungsstrichen Hallen und Lager und Ställe und was weiß ich. Und dafür müssen wir dann irgendwann Geräte kaufen. Und das wird dann auch noch ganz toll, die Fahrzeuge alle in den Süden zu dem Hof zu fahren. Aber hey, wir haben ja Zeit. Es hetzt uns ja keiner. Bei der Gelegenheit fällt mir dann ein, dass ich nächstes Mal im Discord auch noch Sprachräume für Norden und Süden machen muss. Sammeln wir uns hier alle immer die ganze Zeit. Also ich finde das gut, wenn wir alle in einem Kanal sind. Das sollte auch so sein. Umso mehr ist hier los, umso mehr können wir quatschen. Aber gerade wenn es so um irgendwelche Kaufentscheidungen geht oder wenn man irgendwie tatsächlich am Häckseln ist oder so, denke ich mal, sollte man dann Platz haben, sich irgendwohin auszuweichen. Und, ja, gute Idee. Da werde ich dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 2 Quatschkanäle machen. Schauen wir mal. Ja, in diesem Sinne, ich gucke gerade auf meinen Timer. Ja. Leute, ich verabschiede mich schon mal hier von euch, von meinen Zuschauern bei YouTube. Meine lieben Streamer, ihr, die zuguckt. Hier geht es natürlich weiter, aber die YouTube-Folge wäre dann jetzt zu Ende. Ich sag mal ciao. Vielen Dank.